Jo, meine Freunde, was geht? Und wir müssen auf jeden Fall über den gestrigen Ungarn-Grand Prix reden. Es gibt auf jeden Fall viel Diskussionsstoff vom Start bis eigentlich in die letzte Kurve. Muss man viele Sachen ja bereden und deswegen gucken wir ein bisschen, was gestern alles passiert ist, meine Meinung dazu und natürlich auch Analyse und vor allem meine Notenvergabe. All das in diesem Video. Abonniert den Channel gern kostenlos, lasst doch gerne Däumchen um da und wir starten direkt ja beim Start. Es war zuerst hat alles ausgesehen als trocken, Hamilton und auch Bottas mit Gelb und und Red Bull, also Verstappen und Perez dann mit Start, ist so ausgegangen, also Qualifying, Hamilton Pole, Bottas dahinter, Verstappen Dritter, Perez Vierter. Ist alles bis jetzt mal klar. Dann der Start, Hamilton kommt gut weg, Bottas dahinter, man hat schon gesehen, der ist gestanden. Es hat geregnet, muss man sagen, jeder ist mit Inter losgefahren. Es ist immer so ein bisschen eine tricky Sache, wenn es regnet. Trotzdem muss man sagen, ja, Bottas mega schlecht weggekommen, Norris von rechts, der ist dann, muss man auch sagen, vorhin gefahren, die ganze Gischt und so weiter. Man hat wahrscheinlich, er hat wahrscheinlich nicht richtig den Scheitelpunkt gesehen, nicht richtig gesehen, wo er bremsen muss. War wahrscheinlich auch ein bisschen perplex, dass der da vorne war, ist alles keine Ausrede dafür, was dann passiert ist. Er ist, ja, nicht Vollgas, aber fast ungebremst in Bottas, in Norris, Bottas ist auf Norris hinten drauf gefahren. Und ja, da muss man halt auch sagen, das war echt dumm. Der Norris wiederum, es war eine Kettenreaktion, der wiederum hat Verstappen berührt, also den kompletten Unterboden beschädigt. Der wegdrehende Bottas hat dann noch das Seitenkasten und die ganzen Kühlelemente und so weiter von Perez ruiniert, zerstört, whatever. Dann dahinter noch Leclerc, der die Kurve auch nicht richtig bekommen hat, wurde von Stroll abgeräumt. Und ja, man muss jetzt auch sagen, Bottas mit einer 5-Plätze-Strafe, ich werde auch noch auf TikTok eingehen drauf, ob die gerechtfertigt war oder nicht, finde ich natürlich schon, aber es gehören natürlich auch ein paar Leute dazu und Regen ist halt immer, ich meine, er hat eh dafür bezahlt, dass er rausgeflogen ist, es ist halt jetzt eine neue, irgendwie eine neue Masche von der FIA, dass man Strafen für nächstes Rennen gibt, obwohl, ja, es waren halt dann schon sehr viele an der Kettenreaktion beteiligt, weil er eigentlich Bottas die ausgelöst hat. Wie gesagt, Bottas und Stroll haben eine 5-Plätze-Strafe fürs nächste Rennen, ich glaube in Belgien bekommen. Ist es gerechtfertigt für euch? Für mich auf jeden Fall. Dann gehen wir weiter. Weiter hinten, sagen wir mal, da haben sich alle weggeräumt. Hamilton ist natürlich unaufgefochten weggefahren, aber in der ersten Kurve haben sich alle weggeräumt. Und ja, was soll man sagen? Es standen dann auf einmal, Bottas ist natürlich ausgestiegen gestanden, auch Leclerc, den hat es weggedreht, der konnte nicht mehr weiterfahren, weil auch der auf der Seite getroffen wurde. Stroll, du konntest nicht mehr weiterfahren. Und ja, so ganz unaufmerksam haben sich da hinter Hamilton Ocon und Vettel durchgeschlichen, die noch eine große Rolle gespielt haben, das wissen wir alle. Ja, Runde 2, Stroll und Leclerc mussten dann abstellen, ist eh klar. Nach dem Crash gab es dann Red Flag und Verstappen ist auf 13 zurückgefallen. Sensation, ja. Es gab eine Sensation nach 20 Minuten, circa eine halbe Stunde, nach dem Aufräumarbeiten, wurde es ein Standing Start und ja, bei der Aufwärmrunde dachte man so, na, es wird trocken, aber was dann passiert ist, glaube ich, hätte man so auch nie geglaubt. Ja, alle außer Hamilton sind in die Box abgebogen und der Restart ist einfach so passiert, dass Hamilton alleine gestartet ist. Das gab es noch nie in der kompletten Formel 1 Geschichte, dass ein Fahrer, es gab mal 6, aber einer ist noch nie allein gestartet. Was sich natürlich als Riesenfehler für Mercedes herausgestellt hat. Die Strecke wurde trocken, whatever, und sie hat mal gesagt, ja, das war, bei ihnen war nass angesagt im Wetterbericht und so weiter. Ja, kann man sagen. War natürlich ein Blödsinn. Eine Runde später haben sie den Hamilton reingeholt, er ist letzte geworden, weil alle in der Box waren. Runde 6, ja, wie gesagt, auch ganz unauffällig, oder sagen wir mal, ja, für Mazepin eher nicht, im ganzen Getümmel in der Box, es waren ja alle drin und teilweise 2 Teamkollegen. Und ja, was soll ich sagen, Kimi war da ein bisschen sehr unsafe unterwegs, er ist rausgefahren und hat einfach Mazepin seine rechte Lenkstange vorne rechts gebrochen. Der hat ihn in der Box zusammengelegt. Das ist natürlich unakzeptabel. Gab eine 10 Sekunden Strafe, zu Recht natürlich. Ja. Dann 8. Runde, Verstappen ist nicht vom Platz gekommen, war natürlich mega Abtrieb, hat natürlich mega Abtrieb durch den Unterboden und diesen Seitenkästenschaden und hatte natürlich mega viel Abtrieb verloren und konnte da echt ewig und rundenlang nicht an an Mick Schumacher vorbeikommen, der ihn da hinten gehalten hat. Das ist echt
unglaublich eigentlich. Wir gehen dann in Runde 12, Hamilton geht dann nur auch endlich am letzten vorbei, war bis zur 12. Runde letzter und ja, ist an Giovinazzi vorbeigegangen. Vettel ganz nah an Ocon dran, die haben sich davor noch ein Duell geliefert, Latifi dahinter auch, rundenlang ist eigentlich Latifi auch da hinten oder da vorne mitgefahren, ist aber dann abgerissen, schon 12, 15, 20 Sekunden hat es dann natürlich nicht halten können, weil auch Sainz und Hamilton und natürlich auch Alonso mega gut da vorne mitgefahren sind, muss man echt erwähnen, aber die Noten gibt es später. Dann für Runde 15, Hamilton oder Verstappen platzt der Kragen, attackiert Mick in Kurve 2, da gab es auch eine Berührung, aber das ist halt Mad Max. Und ja, nachdem er eigentlich, aber man muss auch sagen, Schumacher hat in der ersten Kurve ein bisschen von der Strecke gedrängt. Es war vielleicht jetzt nicht drängen, weil man könnte nachgeben, aber muss man dann auch natürlich zu seinen Gunsten sagen. Hamilton geht das zweite Mal in die Box in der 20. Runde und macht einen Undercut gegen Verstappen. Der reagiert dann zwei Runden später, ein bisschen zu spät, wie sich herausstellt. Hamilton kommt nämlich vor Ricciardo, der auch vor Verstappen in der Box war, ist der rausgekommen und hat ihn da angekartet. Eigentlich war das Duell dann schon entschieden, weil Verstappen eine Pace von ja, ich will nicht sagen Williams, aber wir sagen da eher so AlphaTauri, Ferrari rum, so eine Pace hatte. Ja, der ist echt teilweise ein, zwei Sekunden langsamer als die Spitze gefahren und das ist dann, und die Spitze war Ocon, also man muss da echt sagen. So, 29. Runde, Vettel geht in die Box, will einen Undercut gegen Ocon probieren. Das ist natürlich ein bisschen schief gegangen, weil bei einer Standzeit von 3,3 Sekunden kann man sich da schon ausmalen, dass vielleicht die anderen ein bisschen schneller stoppen. Eine Runde später gesagt, getan, geht auch Ocon rein und der hat wirklich eine Sekunde kürzer gestanden, aber er ist so knapp vor Vettel rausgekommen. Also wenn der Boxenstopp länger gedauert hätte, wäre sich nicht ausgegangen. Runde 41, dann wir machen einen großen Sprung. Eigentlich waren es immer nur ein paar kleine Überholungen, wir kennen Ungarn. Es ist eher eine fade Strecke, wo nicht viel passiert. Deswegen gehen wir in Runde Nummer 41. Verstappen geht nochmal rein und ein Weltrekord verdächtiger Boxenstopp von Red Bull mit 1,8 Sekunden Standzeit. Also ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt der Weltmeisterrekord oder der Weltrekord ist, das weiß ich nicht. Aber es war natürlich auf jeden Fall schon ein mega Boxenstopp wieder, aber das kennen wir eigentlich anders von Red Bull. Runde 55, Hamilton attackiert Alonso, aber der Mann mit so einer Hingabe, mit so einem Können und natürlich auch mit dem Gedanken im Kopf, er muss eigentlich für Ocon jetzt ein bisschen Zeit gut machen, weil der Hamilton ist so rasant schnell gekommen, das waren nur noch 8 oder 9 Sekunden auf Ocon, der auf 1 war, hat der Hamilton, Alonso wirklich ein mega Wingman für Ocon gemacht, der hat da rundenlang bis zur Runde Nummer 61, also 6 Runden lang, alles verteidigt, was Hamilton nur irgendwie zu angreifen hatte. Nur dann ist er leider in Runde, nein, 65 erst, also 10 Runden lang. In 61 ist dann Verstappen an Ricciardo vorbeigegangen, hat sich immer in einen Punkt geholt. Das ist natürlich erwähnenswert, wenn auch natürlich sehr schade. 65, wirklich nach Runden lang, 10 Runden, ist leider Alonso in der ersten Kurve ein kleiner Fehler passiert, hat sich verbremst und Hamilton ist da durchgeschlipst. Aber selbst da hat er nur den wenigsten Platz gemacht, dass da Hamilton vorbeikommt. Also der hat ihm da wirklich nichts geschenkt. Er wollte natürlich selbst um den dritten Platz kämpfen. Sainz war nicht stark, aber es ist nicht ausgegangen, dass Hamilton an Sainz vorbeikommt. 66 dann, eine Runde später war dann Hamilton noch ganz nah an Sainz dran und der hatte nicht mehr viel zu abwehren, der war da schon 30 Runden am Stück mit dem Einsatz unterwegs, der ist auch sang- und klanglos irgendwie immer da vorne sein Rennen gefahren, nachdem er Latifi überholt hat, ist er irgendwie unauffällig, aber doch da immer vorne mitgefahren, also man kann da echt nichts sagen, das ist ein mega Rennen, was der Junge da gefahren hat und ja, dann ist er halt leider in 66 von Sainz überholt worden. Dann ist nicht mehr viel passiert, es waren ja nur noch 4 Runden zu fahren. Hamilton hat dann immer 2,5 Sekunden auf Vettel aufgeholt, war in der letzten Kurve, in der letzten Runde auch nah dran, ist er natürlich nicht ausgegangen. Er ist Dritter geworden, Ocon hat wirklich sensationell seinen ersten Win geholt, nachdem er ja letztens in Aserbaidschan, oder ich glaube letztes Jahr war es, hat er den zweiten Platz geholt und das war echt eine sehr unverdiente Siegerehrung. Keiner hat sich so richtig gefreut, obwohl er eigentlich das Maximum aus dem Auto rausgeholt hat. Und das kann ich halt nicht verstehen, warum sich da keiner gefreut hat. Deswegen umso größer die Freude über seinen Win fürs neue Team für Alpine. Hat sich dann auch Fett bei Alonso bedankt, das seht ihr die Bilder hoffentlich hier. Vettel ist dann Zweiter geworden, muss man auch sagen. Auch wenn er sehr enttäuscht war, weil er halt nur Ocon als Gegner hatte und da nicht vorbeigekommen ist, war natürlich schade, weil ein Aston Martin ist, würde ich mal sagen, von Speed her genauso gut
wie ein Alpine. Ja, Hamilton Dritter geworden, kann man nicht sagen. Solla, wir kommen, wir gucken uns nochmal hier die Liste an. So, und da. Wir gucken uns hier den, das Final-Klassement an. Und viele sind nicht ins Ziel gekommen, sind nur 14 ins Ziel gekommen, deswegen wird auch unsere Notenvergabe heute etwas kürzer. Ocon ist vor Vettel und Hamilton ins Ziel gekommen. Alle drei mega Rennen gefahren, Hamilton natürlich wieder mit einer mega Aufholjagd. Ja, aber ich meine, hat eigentlich auch Mercedes sich selbst zum Zuschreiben. Dann dahinter Sainz, wie gesagt, auch ein mega Rennen gefahren, muss man sagen. Der ist von 15 gestartet. Also wirklich die, die eigentlich die ersten 10, sagen wir mal die ersten 6, die eigentlich, ja, den besseren Platz durchs Qualifying hatten, sind irgendwie alle weggecrashed. Und alle, die dann dahinter waren, ich glaube Alonso war auf 9, Ocon auf 6, Vettel 10 oder so, die sind dann alle irgendwie, waren dann die lachenden Zweiten oder Dritten. Tsunoda auch super gefahren. Wir werden uns dann natürlich auch auf die Noten noch abmachen. Latifi und Russell beide Punkte geholt. Und auch die Ehrenaktion von Russell, dass der gesagt hat, wenn es was hilft, bevorzugt Russell, bevorzugt Latifi, wenn es das fürs Podium viel mehr Punkte und so weiter bringt, bevorzugt ihn mit der Strategie, ich werde dann schon umgehen können damit. Ich fand das so ehrenhaft von ihm, wirklich, obwohl er ja eigentlich der bessere Fahrer überwiegend ist, aber dass er dann doch Latifi den Vortritt lässt fürs Team, zeigt aber auch, was für ein Ehrenmann der ist. Verstappen natürlich echt fett im Pech, trotzdem noch das Maximum, denke ich mal, rausgeholt. Kimi auf 11, okay, ja, Ricciardo, sehr schlecht. Schumacher, auch ein mega Rennen gefahren, auch wenn er wieder nur Vorletzter geworden ist, aber trotzdem hat er da rundenlang gefightet mit Verstappen, der ja mit einem ähnlichen Auto mit nach dem Crash eigentlich ja fast genauso stumpfe Waffen hatte wie Schumacher. Finde ich toll, Giovinazzi neben der Spur ein Volltrottel, aber natürlich no front oder so, aber das darf nicht passieren, auch gestern schon, auch am Samstag im Training Qualifying, da hat er Leute blockiert und so weiter, das ist einfach scheiße. Wir gehen mal zu den Noten. So, wir kommen zu den Noten und zwar habe ich hier auch links, wo die alle gestartet sind. Ich muss natürlich sagen, wir fangen bei Ocon an, der ist vom 8. Platz gestartet, neben Alonso, der von 9 gestartet ist. Vettel von 10 muss man auch sagen, super, die sind doch beim Start dann, denke ich mal, gut weggekommen. Ocon mega 1, Vettel von 10 auf 2, natürlich auch eine 1, da geht nichts anderes. Hamilton, ja, mit der verkorksten Strategie trotzdem eine super Aufholjagd. Ich würde auch sagen eine 1, auch wenn da mehr drin gewesen wäre, wenn er gegen Alonso da mehr Enthusiasmus gezeigt hätte. Aber auf einer Strecke wie Ungarn ist es echt schwierig zu überholen. Sainz auch eine 1, ich meine, der ist von 15 gestartet und einfach 5. geworden. Also super Rennen, Alonso auch eine 1, weil der Wingman von Ocon muss belohnt werden. Gasly eine 2, da ich denke ich mal, wäre mehr gegangen, auch wenn er war nicht mal beim Start irgendwie involviert. Deswegen, da wäre, glaube ich, mehr gegangen. Eine 2 ist da okay. Tsunoda, wo ist er gestartet? Ich meine, von 16 und dann so weit nach vorgekommen, auch eine 1 auf jeden Fall, eine 1. Latifi, auch eine 1, super Rennen gefahren, mal seinen Teamkollegen besiegt und teilweise sogar auf dem 3. Platz gefahren. Russell eine 2, auch wenn, ja, ich meine, er hatte viele Probleme, trotzdem, es wäre nicht mehr gegangen, eine 1 auf jeden Fall, ja, da muss man auch eine 1 geben. Verstappen, trotz des Schadens das Maximum rausgeholt, eine 1, ist zwar, ja, war da echt in dem Crash involviert und dann auch mit dem schwachen Auto, das kann man schon auf jeden Fall berücksichtigen. Dann Raikkonen, einfach nur totale Katastrophe, wirklich ein Weltmeister, der, ja, ich meine, er ist von 13 gestartet, dann beim Start alles gut gegangen, aber dann in der Boxengasse Mazepin den Reifen rauszureißen, das darf nicht passieren und das sollte nicht mehr passieren, deswegen eine 4 und das ist echt schon mit viel Bauch wie eine 4, also wirklich, das war nichts, er ist dann auch schadensbegrenzungsmäßig gefahren, aber trotzdem, das sowas beeindruckt mich nicht. Schumacher eine 1, weil ich meine, so sich gegen Verstappen teilweise wehren, da hat schon Eier, also wirklich da eine 1 auf jeden Fall und Giovinazzi auch eine 4. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie viel der die 10 Sekunden bekommen hat, aber trotzdem, eine 4 ist auf jeden Fall angebracht. Ausgeschieden sind ja Mazepin, Norris, Perez, Bottas und Leclerc und Stroll, die werden natürlich nicht benotet. Abonniert den Channel gern kostenlos, lasst gerne ein Däumchen oben da. Wir werfen noch einen kurzen Blick auf den WM-Stand, der auch ziemlich interessant ist. Da hat sich nämlich nur 2 Plätze haben sich getan. Vettel hat Gasly überholt, ist jetzt 9. Und Hamilton hat Verstappen überholt, ist jetzt 6 Punkte vorne. Ja, erwähnenswert. Abonniert den Channel gern kostenlos, lasst gerne ein Däumchen oben da. Leider ist jetzt eine Sommerpause bis Ende August. Deswegen genießt es. Es wird keine Mega-Season natürlich kommen, keine Hotlap und auch kein Recap. Das wird es dann erst nach
Belgien, glaube ich, wieder geben. Deswegen schaut auch gerne auf TikTok vorbei für coole News, für funnige Sachen und auch hier, wir werden morgen wieder in die Breaking Point starten und auch mein Team wird die nächsten Tage wieder kommen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und ciao.